Wir spielen Stranded Deep, meine Lieben. Weiter geht's. Oh. Oh Gott, Mann. Weiter geht's. Gott, ich bin voll Idiot. So, ich habe Lust. Ab aufs Boot. Geht direkt weiter. Das Chaos, wir lassen es einfach wie immer da. Wir haben kein Holz mehr. Wir können gar nichts mehr machen. Wir sind arm. 3 Holz haben wir noch. Wow. Aber ist kein Problem, denn ich habe eh vor, wieder loszuschippern. Oh, warte mal. Wäre sinnvoll, wenn wir auch mal einfach unser Material auffüllen. Und dann, wir fahren direkt los Richtung Osten. Ich habe mich schon erkundigt. Richtung Osten müssen wir. Wie? Oh, Leute, wenn ihr das austrinkt, müsst ihr das wieder auffüllen. Hä? Mann, ey. Leute, geht's ja schon wieder super mit euch los, ey. Toll. Ihr hinterlasst hier ein Chaos und dann macht ihr nur Mist. Das ist aufgefüllt. Na, immerhin etwas habt ihr hinbekommen. So. Das wird eine weite Fahrt. Wir brauchen viel Material. Ach Quatsch, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir werden auch so überleben. Wir finden ja genug. Ich tue nur so. Okay, das ist voll, das ist voll, das ist voll. Die sollten, die ist auch voll. Sollten wir voll machen, das auf jeden Fall. Einen Kompass brauchen wir. Wochentag nehmen wir auch mit. Okay, dann ist die Kiste voll. Nee, Wochentag, du passt da gar nicht rein, weil da muss Trinken hin. Wir holen uns mal noch eine leere Kiste, wir haben ja hier genug. Und dann gucken wir mal, ob was finde. Ich suche den riesen Frachter. Da werden wir mal ansteuern. Ich weiß gar nicht mehr, was da so los war. Gab es überhaupt irgendwas zum Einsammeln? Wir gucken einfach mal, wenn wir es in der Folge überhaupt hinschaffen. Aber ich glaube eigentlich schon, müssten wir hinkriegen. Wenn wir jetzt nicht allzu lange brauchen. So, ein Kompass wäre immer noch hilfreich. Kompass. Das brauchen wir natürlich auch. Kompass. Hier. Oh, cool. Nee, nicht so cool. Nehmen wir nicht mit, das ist nur Platzverschwendung. So, Essen. Kompass. Nee, das war falsch. Kompass kommt hier rein, da kommt Trinken rein. Das muss ja alles hier ordentlich sein. Hat er immer noch ein geschientes Bein? Der Arme. Hättet ihr das aufgefüllt, hätten wir jetzt schon losfahren können. Aber jetzt müssen wir noch auf Trinken warten. Selbst schuld, Leute. Ihr seid schuld, ich nicht. Haben wir alles? Wir brauchen eigentlich nicht viel. Wir brauchen eigentlich nur... Ja, das passt eigentlich auch schon. Brauchen wir hiervon irgendwas? Ach so. Boah, ist das anstrengend. Ich sag, ach so, aber sagt dazu gar nichts. Ihr könnt euch das Teil schon denken, ne? Ihr seid der Helle. Nee, wir brauchen auch noch Atemdinger. Wer weiß, was da auf uns zukommt. Vielleicht tauchen wir auch aus Versehen wieder und dann sind wir auf der sicheren Seite. So, das packen wir mal hier hin, das auch und das hier. Das ist leer, das ist das. Und das ist das, okay. Trinken würde ich wirklich gerne noch auffüllen. Das meine ich schon so, wie ich es gesagt habe. Darauf müssen wir jetzt auch noch warten. Ach, waren das alles 100%? Passt, reicht aus. Das haben wir. Hammer haben wir dabei, davon haben wir 2. Licht haben wir. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Brauchen wir noch irgendwas? Ein Bett brauchen wir, ganz sicher. Ganz wichtig. Das haben wir. Wir dürfen nichts vergessen halt. Okay, wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen... Für den Fall der Fälle, dass wir sterben oder uns verletzen, nehmen wir mal hiervon mit und hiervon eins Ding. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch eine leere Kiste. Guck mal, ist doch ganz schön da mit den leeren Kisten. So kann man sich gut bedienen. Wir nehmen auch noch mal 2, 3 mit, damit wir Platz haben. So, ein Bett haben wir. Huch. Da. Die nehmen wir mit für unterwegs. Die auch. Und dann noch eine Kokosnuss oder 2. Und die beiden. Wisst ihr, ihr könnt euch schon denken, wofür, ne? Falls irgendwas ist, wir uns vergiften oder Sonnenbrand kriegen, dann sind wir vorbereitet.
Wie spät ist es und wie geht's ihm? Ja, gleich geht die Sonne auf. Los, 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 schneller. Und dann nur noch trinken und dann kann es losgehen. So, das ist jetzt die leere Kiste, glaube ich. Die kommt mal hier hin. So, so. Kokosnuss kommt noch darüber. Oh, ich hasse es, wenn Kisten voll sind. Oh Gott, ist das anstrengend. Da kommt das Trinken rein. Den Kompass nehmen wir eh auf die Hand. Okay, dann kann das hier noch hier. Wochentag ist bereit. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sehr schön. Wo lang müssen wir dann überhaupt? Da lang. Einfach nur da lang. Okay, mal gucken, wie wir es hinkriegen. Wahrscheinlich eher gar nicht, wie immer. Oh Leute, jetzt nur noch trinken und dann wären wir eigentlich so weit. Och, kein Trinken, ey. Wollen wir es sein lassen oder wollen wir drauf warten? Doofe Frage. Natürlich lassen wir es sein. Wenn hier, okay, den Schluck nehmen wir noch mit. Alles andere ist Pech gehabt. Ich glaube, da kam gerade noch ein Schluck. Ja. So. Dann sind die eh gleich voll. Das passt alles schon. So, hier jetzt noch einen Schluck. Nee, leider nicht. Okay, alle voll. Oh, Husti, Husti. So, so, trinken haben wir. Okay, perfekt. Irgendwas fehlt noch, irgendwas fehlt noch. Leere Kisten. Wir brauchen noch leere Kisten. Nehmen wir 5 Stück mit und dann kann es losgehen. Los! Herr von und zu Anzugsträger. Hopp, 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 hopp. So, 1, 2, 3. Oh, 4. Wir nehmen 4 mit. Wer weiß, was wir alles finden. Hoffentlich keine Kisten mehr. Davon haben wir genug. Packen wir... Ach komm, in das hässliche große Regal. Warum nicht? Hör auf zu machen, was du willst. Nein, ganz bestimmt nicht. Danke. Oh, das war aber jetzt ganz schön provoziert. Habt ihr gemerkt, ne? Oh Leute, wir haben jetzt keinen Speer dabei, gar nichts. Egal. Wo ist denn unser Anker? Wir müssen erstmal rückwärts. Ja, Tag geht so langsam los. So. Müssen wir ein ganzes Stück rückwärts, damit wir überhaupt daran vorbeikommen. Braucht ihr Licht? Nee, oder? Es passt schon so. Hier, gucken wir, ist jetzt auch nicht viel besser, ne? Oh, ich muss wieder husten, sorry. Mann, ist das anstrengend immer. So. Schaffen wir die Kurve jetzt schon? Wahrscheinlich, oder? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. So. Wir setzen uns mal erst dran, damit ich direkt lenken kann. Und lenk, 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 lenk. Oh, das wird knapp. Wir haben einen Wendekreis mittlerweile von weiß ich nicht wie viel Kilometern. Das sieht so aus, als würden wir genau dagegen knallen. Ach man, nee, oder? Schaffen wir nicht. Nee, nee, nee. Ausgeschlossen, dass wir das schaffen. Ah, scheiße. Hallo, hallo. Ich will da nicht gegen knallen. Oh, das war aber jetzt sehr knapp. So, steh mal hier auf, Herr von und zu Anzugsträger. Ja, jetzt schwimmen wir jetzt gleich nicht direkt weg. Ja, ist hier ein Hai oder so? So. Dann machen wir es halt so. Kommen wir jetzt dran vorbei? Ja, jetzt müssen wir dran vorbeikommen. Gib Stoff! So, einfach Richtung Osten. Das kriegen wir hin, oder? Oh, die Sonne geht auf. Auch schön. So, steh mal auf. Und guck mal auf deinen Kompass. Ja, wir können sogar noch ein bisschen ein Stückchen rechts. Ein kleines Stückchen rechts. Da einfach mittendurch. Ja, so schön. Aufstehen, danke. Wow. Wow, schön, oder? So, ich hoffe, es geht jetzt einigermaßen schnell. Ja, wir könnten mal so ein Reserveding essen. Oh, wunderschön, ey. Mit diesem riesen Floß haben wir echt gut gemacht. Da, schöne Insel. Ciao, mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Ich muss mal gleich in der Pause kurz ein Stückchen trinken. Mir kratzt der Hals schon wieder. Herr von und zu Anzugsträger, du isst mal das hier kurz. Ja, okay. Noch ist die Sonne nicht so stark, dass sie uns verletzt.
Ach, das dauert immer alles so lange hier. Naja, müssen wir durch. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Tankfrachter? Heißt das so, wo wir jetzt hinfahren? Dieses große Ding. Irgendwie so heißt es, glaube ich. Müssten wir eigentlich auch schon von weit, weit weg sehen, wenn wir auf Kurs sind. Sind wir. Irgendwo da hinten muss es irgendwo auftauchen. Und dann gucken wir uns da mal um und gucken, was die von uns da wollen. Ah, wie schön es wäre, wenn das hier fertig wäre. So eine ganz schöne Linie. Würde ich hier die ganzen Regale machen und dann voll in die Breite gehen. Oh nö, oh nö. Bitte, hör auf, da immer festzuhängen. Oh Mann, ob das so klug war, kein Speer und nichts dabei zu haben? Naja, wir werden sehen. Hammer haben wir ja, das haben wir auch, okay. Das sind unsere leeren Kisten. Wir können ja schon mal eins machen, Sätze. Geht das? Das ging so, ne? Und dann Verbrauchsgegenstände. Aha. Ja. Ah, schmerzhaft. Oh, tut diese Dummheit schon wieder weh. Oh, nee, die aber auch. Wir brauchen kein Leder, ey. Wir brauchen dafür Schnüre. Tut die Dummheit weh. Oh, die Insel dürfte da gar nicht sein. Wartet mal, in meinem Kopf war rechts. Und dann dazwischen durch müssen wir da auch noch an den vorbei. Scheint so, ja. Okay, eigentlich habe ich. Die dürfte da eigentlich gar nicht sein von meinem Kopf her, was ich in meinem Kopf gedacht hatte. Ich habe gewusst, dass wir irgendwo durchfahren. Hier fahren wir jetzt durch, da. Weiter rechts müssten wir aber auf jeden Fall. Hallo, bitte laufen. Fahr mal. Oh, ich habe gehofft, dass wir schnell genug sehen, dass ich gar nicht so suchen muss. Aber wer weiß, vielleicht machen wir da auch einen Zwischenstopp und holen erstmal ein bisschen Holz. Aber mal gucken. Mal gucken. So, loslassen wieder. Wir wollen ja hier schließlich nicht festwachsen. Schade, sieht man noch nicht. Sieht man noch gar nichts. So, wo sind die Haie hier? Kommt her. Oh, guck mal. Das fährt ja da lang. Wenn wir hier mit Anlauf losrennen und springen, dann müssten wir eigentlich da, weißt du, wegen des Pferd, ja, müssten wir da hinten runterfallen. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube eher nicht. Aber ist nicht so schlimm. Ich bin die Dumme, nicht ihr. Oh, mal meine hier. Pustet mal jemand bitte. Vielleicht bauen wir uns auch noch ein Segel hier hin, damit vielleicht geht es dann schneller. Wer weiß, ich weiß es nicht. Oh, guck mal, hier sind auch noch Palmen. Ach, das sind die Palmen-Dings da, wo nur zur Hälfte noch Palmen waren. Ja, ich glaube schon. Sieht irgendjemand was am Horizont? Nee, ich auch nicht. Schade. Schade, aber es sah mir schon wie eine weite Strecke aus. Also, wir müssen uns gedulden, Leute. Sorry. Ja, wir müssen uns gedulden, dafür kann ich nichts. Aber Geduld ist eine Tugend. Oh, langweilig, ich hasse sowas. Naja, was soll man machen? Wir können ja versuchen, neben dem Schiff herzuschwimmen. Auf gar keinen Fall verlasse ich dieses Boot. Und Spaß, in der Not, wenn wir hier senken, dann bin ich die Erste, die hier vom Boot unten ist. Jetzt hätte ich fast einen Witz gemacht, der nicht lustig gewesen ist. Ich verdränge ihn mir einfach und denke mir meinen Teil. Aber es gab ja mal so ein Schiff, ne? So ein Kreuzfahrtschiff, was untergegangen ist, wo der Kapitän der Erste war, der sich in Sicherheit gebracht hat. Das macht man nicht. Der Kapitän geht zuletzt vom Boot, wenn überhaupt. Wenn er nicht mit untergeht. Das waren die Concordia oder so, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Warum sieht denn das alles hier nicht so aus? Eigentlich, warum kommen denn da jetzt noch Inseln? Das war eigentlich nur, dass wir zwischen zwei Inseln durchfahren mussten und einfach nur geradeaus und dann irgendwann kommt's. Aber der Kartograf macht ja auch, der ist ja auch anstrengend. Sind wir überhaupt noch auf Kurs? Ja, komplett eigentlich auf Kurs.
Oh, oh. Oh, oh. Irgendwo ist hier ein Hai. Wir sollten uns ein bisschen mittig hinstellen. Aber hey, wir haben den Megalodon geschafft. Was will er denn jetzt noch? Der kann uns ja gar nichts mehr. Ach, wir haben gar keine Waffen dabei. Also, er könnte uns schon noch was, aber wir haben es unter Kontrolle. Wo ist er überhaupt? Da ist er. Oh, da ist er. Ein Hammerhai. Ist das ein Hammerhai? Ich sehe nicht richtig. Bitte geh weg von meinem Schiff. Ihr könnt, sind die Meere unterwegs? Oder? Ach du meine Güte. Das möchte ich jetzt nicht. Oder wird stürmisch? Was ist denn hier jetzt gerade los? Warum schwingt das denn hier so aus? Wie geht's ihm? Das passt noch. 9 Uhr, das passt alles noch. Ich kann gerade gar keinen Sturm gebrauchen. Dadurch wird meine Sicht nur schlechter. Ich glaube, wir müssen weiter links. Ein Stückchen weiter links. Müssen wir eh, sonst rattern wir dagegen. Och Mann, leider. Oh oh, Leute, da ist der andere Endgegner. Ich habe ihn schon gesehen. Also nicht gesehen, nicht den Endgegner, aber die neue andere Station. Steh mal kurz auf. Seht ihr dieses Ding da? Das müsste der andere ruhig bleiben. Andere Endgegner sein. Aber das haben wir jetzt noch nicht vor. Hab ich den auf dem Kartografen gesehen? Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Oh, es geht gar nicht mehr voran, merke ich gerade. Gut, wer hätte jetzt aber auch geahnt, dass es anfängt zu stürmen, ne? Ich nicht. Habe ich den Anker gezogen? Nee. Oh oh. Mit Sturm ist natürlich jetzt ganz doof, ne? Weil, also ich weiß nicht, ob wir gegen den Wind schwimmen oder so, aber irgendwie kommen wir nicht voran. Aber ihr merkt schon, ich lenke ein. Ich will da an die Insel ran. Dann speichern wir nur noch ab und dann nächste Folge. Wir haben jetzt nicht viel geschafft, aber ist nicht so schlimm, Leute. Stranded Deep ist entspannt und muss man immer so schön ruhig genießen und so. Wir haben nicht viel geschafft, aber ist nicht so schlimm. Wir gehen mal da hin und speichern mal ab und nächste Folge werden wir es dann finden, bin ich mir sicher. Gott sei Dank haben wir keine Waffen mitgenommen. Nicht, dass ich jetzt auf einmal spontan die Idee kriege, da den anzugreifen. Machen wir nicht, weil wir haben kein Material. Achso, dann nächste Folge gehen wir erstmal hier Holz fällen. Weiß noch gar nicht, wie wir es machen. Wir werden sehen, was wir nächste Folge machen, ne? Vielleicht machen wir auch beides. Hier kurz mal ein bisschen Holz mitnehmen und dann direkt weiter. Ich gucke dann vorher nochmal auf den Kartografen und dann werden wir es auch finden. Aber östlich war schon richtig. Das war aber ein ganz schönes Stück, was wir noch nicht geschafft haben, glaube ich. Hinter der Insel würde es bestimmt eigentlich kommen. Oh, ich komme mir so vor, als wenn ich schreien müsste wegen dem Gewitter. Puh, ist ja anstrengend. Ich weiß, ich könnte die Musik ja auch ein bisschen leiser machen und so, aber ist ja auch schön so. Ich bin mal kurz leise, dann genießen wir es auch mal kurz, ne? So, reicht mit dem leise sein. Ich kann auch nicht lange leise sein. Also, still sitzen kann ich, aber leise sein. So. Sind hier irgendwelche Gefahren? Jetzt gerade nicht in Sicht. Okay. So, hupala. Hallo, stell dich mal bitte hin. Seh mal aus wie ein zivilisierter Mensch und tu nicht wie so ein Neandertaler. Dankeschön. So, ich speichere ab für uns und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.